Hallo liebe Zuschauer, zum Trading-Tipp am Mittwoch. Wir blicken heute in die deutsche Modebranche, genauer gesagt auf Hugo Boss. Ich trage zwar keinen Hugo Boss Anzug, aber die Aktie, die steigt trotzdem. Wir sehen es hier eingeblendet im Kursverlauf. Die Aktie schickt sich an, diesen Widerstand im Bereich 77,80 Euro zu überwinden, damit ein neues Kaufsignal zu generieren. Wir sehen hier dieses aufsteigende Dreieck, das hier bei ungefähr 71 Euro beginnt, eben bei 78 Euro abgeschlossen wird. Ja, und wenn diese Hürde eben gebrochen wird, dann sehe ich Kurse zwischen 85 und 86 Euro durchaus möglich. Wir schauen uns noch den Langfristchart an, weil ja die Aktie doch schon mal deutlich höher stand. Wir sehen hier eben diesen Widerstand im Bereich 78 Euro, also der ist wirklich knackig und dürfte auch ja weiter steigende Kurse nach sich ziehen, wenn wir da oben rausgehen. Und dann ja, sehen wir auch, dass es quasi kaum mehr Widerstände gibt, die von Relevanz sind. Der nächste würde dann erst wieder hier im Bereich der 100-Euro-Marke warten. Okay, angenommen, das Szenario geht auf, wir gehen in den Bereich 85, vielleicht sogar bis 90 Euro, dann ist man mit einem Hebelprodukt natürlich sehr gut dabei. Wir sehen uns eben auch gleich eines an, den Hugo Boss Factor Long unseres Produktpartners Morgan Stanley. Aktueller Kurs 21,14 Euro, Faktor 3. Ich sehe hier Kurspotenzial bis 28, 30 Euro. Den Stoppkurs würde ich im Bereich 18,50 Euro legen. Dann denke ich mal, hat man ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin.